Heidi ho, meine Freunde, und herzlich willkommen wieder zu einer Aufnahmesession von Risk of Rain. Wobei das jetzt nicht live kommentiert ist, sondern eher Commentary-Format gerade hat, weil ich ein bisschen mies gebaut habe bei Aufnahme und so. Apropos, ihr seht hier gerade das Auswahlfenster, und was ihr vielleicht seht, ist, dass da unten in der zweiten Reihe so ein neuer, fremder Charakter ist. Das ist der gute Akrit. Den habe ich freigespielt. Wie und was, dazu erkläre ich gleich. Ich denke mal den, was heißt ich denke mal? Ich weiß es ja, weil wie gesagt, es ist nachträglich kommentiert. Ich weiß, dass wir den gleich nehmen werden. Ich habe ein bisschen Mist gebaut. Ich hatte das Mikro off und habe es nicht gemerkt, als ich aufgenommen habe, dieses Spiel. Also diese Session, und habe es hinterher bemerkt und muss es deshalb nachträglich jetzt kommentieren. Das Gute ist, ich weiß immerhin, wie die Aufnahmesession gelaufen ist. Und das weitere Gute ist, dass inzwischen mein neuer Kopfhörerschutz gekommen ist, der meinen alten kaputten ersetzt, der mir ja so zerfallen ist, möchte ich sagen. Das heißt, ihr dürftet jetzt kein In-Game-Sound-Echo mehr haben, vor allem, weil ich ohnehin mir zwar die Aufnahme anschaue, um so ein bisschen zu rekapitulieren, was ist passiert und alles, und das auch stumm schalte, aber auch in Zukunft werde ich dieses Problem nicht mehr haben. Hier probiere ich mich gerade erstmal noch so ein bisschen aus mit den Fähigkeiten vom Akrit und habe gemerkt, dass die Gamepad-Steuerung irgendwie sehr seltsam eingestellt ist, was man hier auch sieht. Die hatte ich so beim letzten Mal nicht eingestellt. Und während mein altes Aufnahme-Ich ein bisschen die Einstellungen macht, möchte ich euch erklären, was es mit dem Akrit auf sich hat. Ich habe im Oktober, da gab es nämlich ein neues Update von dem Spiel. Das Spiel hat tatsächlich jetzt irgendwie, ich glaube, das Programm, auf dem sie das Spiel programmieren, das ist nämlich so eine Art Tool, also so ein bisschen wie RPG-Maker-mäßig, Game Maker oder irgendwie sowas heißt das, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Da sind die jetzt wohl auf eine neue Version umgestiegen, die wohl auch stabiler läuft. Also die haben da ziemlich viel umgestellt. Dann gab es halt ein fettes Update. Oder ja, so fett, hoch, ich bin jetzt kurz am Headset dran, nicht wundern. So fett war das Update gar nicht, aber es gab halt ein Update umfangreich, und im Zuge dessen sind sie halt, wie gesagt, haben sie das Spiel auf diese neue Version oder mit dieser neuen Version jetzt kompatibel gemacht. Es läuft flüssiger, stabiler, und es läuft tatsächlich komplett ohne Ruckler. Ich hatte in dieser Aufnahmesession, ich rede wie die Aberhatschis und Winnetou, Freunde von dem Bully Herbig. Die Session lief komplett ohne Probleme. Einwandfrei, kein Hickser, kein Ruckler, kein gar nichts. Ach ja, mit dem war das ein bisschen doof, diese Viecher zu kriegen, weil der hat eigentlich keine großen wirklichen Range-Attacks. Außer vielleicht den hier, der aber auch eine recht kleine Range hat. Also man sieht, anders als zum Beispiel beim Bandit, kann ich die auf Distanz gar nicht abknallen. Und der springt auch echt blöde. Also der macht nur so einen kleinen Hüpser. Wenn man irgendwie weiter springen will, hat man immer so Angst, dass er in der Luft gleich abstürzt. So ein bisschen wie Homer Simpson bei den Simpsons, wo er über diese Schlucht springen will mit dem Skateboard und dann so auf halber Strecke so den Abgang macht. Also wie gesagt, ich musste da echt reinkommen, musste auch mit dem Akrit erstmal klarkommen. Weil so richtig geil oder richtig gut spielen konnte ich ja bis jetzt nur mit dem Bandit. Das war hier dieser super Gunslinger, der da irgendwie die fetten Waffenskills rausgeholt hat. Dieser Tank mit dem Schild, auf den kam ich ja überhaupt nicht klar. Vielleicht müsste ich den nochmal ausprobieren. Und auch dieser Startcharakter, also ich bin echt froh, dass ich den Bandit ziemlich schnell freigespielt hatte. Dieser Startcharakter, da bin ich auch nicht so dolle mit. Und da haben wir schon das erste Portal in die nächste Ebene. Und wer gerade aufgepasst hat, da rechts, da ist so ein komischer Bereich. Naja, der Magma-Wurm. Mein Freund und Helfer. Und da rechts, da drüben, wo man so rüberspringen müsste, aber ich nicht rüberspringen kann, weil ich quasi überhaupt keine Sprungkraft habe, da ist so eine bröcklige Wand, die in diesen seltsamen rechten Bereich uns hinführen würde. Denn es gibt in diesem Spiel, also es gibt von den Maps immer so mehrere verschiedene Varianten. Das heißt, diese bröcklige Wand gibt es nicht jedes Mal, wenn man hier rumrennt. Und dann
gibt es halt so geheime Bereiche, wie zum Beispiel da in dieser portigen Wand, wo man Sachen freispielen oder erreichen kann, sage ich jetzt mal. Also besondere Sachen, ne, die man sich freispielen kann. Das wäre also eine Sache gewesen, aber leider können wir nicht rüber und können sie uns nicht holen, weil der Aykroyd einfach keine Sprungkraft hat. Hier wäre es schön gewesen, den Bandit zu haben, aber gut. Und den Aykroyd, den habe ich gekriegt. Ich habe, wie gesagt, als dieses Update kam, im Oktober habe ich so eine kleine Testrunde gemacht, weil ich wollte ein bisschen Videomaterial haben, weil ich so eine, oder habe mir gedacht, da ist es dann egal, weil da nehme ich nur so einzelne Szenen. Da habe ich dann auch zum Beispiel von Whispering Willows aufgenommen, oder habe nochmal Whispering Willows aufgenommen, wie wir diese Achievements, wo man bestimmte Logos finden musste, habe ich da mit drinne. Und die habe ich mir gedacht, wenn ich mal irgendwie so ein kleines Mini-Video mache, um über irgendwelche Themen zu reden, dann kann ich die dann so reinschneiden. Dann habe ich halt diese Testaufnahme gemacht, weil ich gucken wollte. Ja, da habe ich versucht rüber zu springen, aber es klappt nicht. Dann habe ich diese Testaufnahme gemacht, um zu gucken, wie stabil läuft dieses Spiel. Und da wäre es ja egal gewesen, wenn es mir geruckelt oder zerruckelt wäre, weil ich hätte eh dann nur einzelne Szenen davon dann später benutzt, nicht so eine komplette Folge. Aber die lief flüssig, die lief stabil und die lief sogar richtig, richtig gut. Also, ich glaube, ich habe die noch komplett. Müsste ich nochmal nachschauen. Eigentlich müsste ich die noch haben, ja. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, ich müsste es nochmal nachgucken. Eigentlich müsste ich die haben. Und die werde ich deshalb dann wahrscheinlich auch am Ende nochmal mit Kommentar versehen und als Bonusleben euch raushauen. Das heißt, wenn alle 10 Leben verbraucht sind, dann zeige ich euch diesen Run, wo ich den Aykroyd freigespielt habe. Wo ich dachte, das Material benutze ich quasi nur als, weiß nicht, irgendwann mal Videofüller oder sowas. Ich will darüber. Ich kann nicht mal die Wand aufspringen, weil meine Attacken alle nicht reichen. Und, jetzt wird das dann als extra Leben verwurstet und euch präsentiert. Also freut euch drauf, ne? Ein Leben mehr als ursprünglich versprochen. Und ja, im Grunde wollte ich dann auch halt neue Sessions machen, weil ich gemerkt habe, ey, das läuft super stabil, hatte aber nicht so die Zeit. Hab dann ja schon Anfang Dezember eigentlich immer mal wieder so angedeutet, ja, es gibt wieder Risk of Rain oder es soll wieder Risk of Rain geben. Und, okay, die eine Attacke ist doch relativ off range, wie ich gerade gesehen habe. Damit, das ist mir gar nicht jetzt so bewusst mehr gewesen oder nicht mehr in Erinnerung gewesen. Sprechen schwer und dabei spiele ich gerade nicht mal. Muss mich nicht aufs Spielen konzentrieren und trotzdem ist das Sprechen für mich zu schwer. Na, ich hatte hier noch geguckt, ob ich irgendwo die Kohle von 121 Münzen, Gold, Diamanten, Juwelen, whatever, irgendwo ausgeben konnte, aber hier gibt es nichts mehr zu kaufen, dann nehmen wir das als XP halt mit. Ja, 3 Monate, wie gesagt, ist es her, dass wir das letzte Mal gespielt haben. Ich wollte Anfang Dezember ja unbedingt eigentlich wieder aufnehmen, hat auch voll Bock und so, aber die einfach irgendwie immer was gewesen und immer, dann hatte ich Probleme noch auf Arbeit und bla bla bla. Ich habe so ein bisschen auf meinem Blog ja thematisiert und dann hat es jetzt gedauert bis Anfang Januar, aber jetzt im neuen Jahr starten wir mit der zweiten Hälfte am Leben. Wie mich das immer aufregt, dass die Maus immer, oder dieser Mauscursor immer ins Bild wieder reinkommt, wenn man die Karte halt wechselt. Das ist unglaublich nervig. Das müsste man irgendwie abstellen können, weil ich spiele eigentlich mit Gamepad. Nee. Ja, und jetzt im neuen Jahr starten wir dafür durch mit den letzten 5 Leben. Da wird es halt wieder jede Woche ein Leben geben. Dieses Leben werde ich auf 2 Tage verteilt raushauen. Also das wird heute geben. Also heute, wenn ihr es seht, das dürfte jetzt der Mittwoch, der 7.1. sein. Und dann wird es halt noch am 8.1. weitergehen. So. Aber ich werde noch nicht sagen, wieso, wie viel, weil so ein bisschen Spoiler, sagen wir mal so. Wir sind gut durchgekommen hier. Wir haben ein bisschen was erlebt. Aber mehr will ich nicht verraten. Das reicht für 2 Tage. Lassen wir das so stehen. Und was gibt es noch zu erzählen?
Ja, ich habe mich auch über das Spiel eigentlich schlau gemacht. Also, es gibt hier so viele coole Sachen. Als ich dann diesen Acrid freigespielt habe, da habe ich nämlich noch andere Sachen erlebt. Da habe ich irgendwie so Artefakte auch gefunden, so lila Würfel und sowas. Habe mich dann im Nachhinein, nachdem ich die entdeckt hatte, weil ich so überhaupt nicht wusste, ja. Hoch. Aber die Helligkeit wackelt so ein bisschen, ne? Oder ist das jetzt nur gerade bei mir? Also, das wird irgendwie mal so heller, dunkler. Komisch. Irgendwie die Lichteffekte sind noch ein bisschen seltsam. Wo war ich? Wo war ich? Wo war ich? Ach ja, genau. Schlau gemacht wegen den Artefakten, die man so findet. Und habe alles wieder vergessen. Also, ich weiß, dass es diese Artefakte gibt und dass die auch irgendwie sinnvoll sind oder dass die einen Sinn haben. Aber ich weiß komplett nicht mehr was und wieso. Und da ist schon wieder so eine komische Stelle am Boden. Und ich weiß nicht. Man sieht es hier, ich habe versucht, die aufzuknacken, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht, was ich machen musste oder was ich hier machen muss, um die aufzukriegen. Muss da irgendwie was explodieren oder so? Brauche ich einen speziellen Charakter dafür? Naja. Jetzt habe ich ganz. Oh, da ist das nächste Portal. Jetzt habe ich ganz das hinausgezögert. Ein Gruß an Lever 1905. Den habe ich ursprünglich, als ich das aufgenommen habe, viel früher gegrüßt. Ja, toll, schon wieder Magmawurm. Ich hasse diesen Charakter. Also nicht Charakter, diesen Endboss, den Magmawurm. Der ist richtig blöde und man sieht hier schon, die Monster kommen auch in ganz schönen Horden angerannt und vor allem teilweise auch richtige Elite-Monster mit den langen Lebensbalken. Aber irgendwie überleben wir das Ganze. Auch wenn es nicht so aussehen mag. Dieser komische Schleim auf dem Boden. Ne? Ich weiß nicht, ist der radioaktiv, der Acrid oder so? Also dieser Schleim auf dem Boden ist. Ohne Mist. Ich liebe diese Attacke, weil diese Attacke von dem Acrid mir wirklich den Hintern rettet. Also, wenn hier Horden an Monster sind und man lässt sie einfach über diesen Schleim laufen, das ist wunderbar. Das ist das Beste, was es gibt. Aber die restlichen Attacken, die sind halt gefährlich, weil für die anderen Attacken muss man sehr nah an seine Feinde ran, sage ich mal, weil er halt nicht so wirklich viel auf Distanz hat oder Feinde nicht auf Distanz halten kann. Man sieht's hier schon, das ist echt alles haarscharf, wie wir oder wie ich hier spiele und kämpfe. Ich bin im Nachhinein echt verwundert, so lange überlebt zu haben. So, aber zurück zum eigentlichen Thema. Lever 1905. Ich hoffe, du freust dich. Also, wir haben ja kurz auch schon geschrieben. Ich habe dich ja schon benachrichtigt, dass wieder Risk of Rain jetzt kommt. Da haben wir ja kurz geschrieben. Deshalb weiß ich, dass du dich freust. Bei der Aufnahmesession habe ich noch gesagt, ich hoffe, du freust dich. Aber ja, ich weiß, du freust dich. Das Spiel, das macht auch echt Spaß. Gerade wenn man sich dann so ein bisschen reinfuchst und alles, aber es ist unheimlich schwer. Also, diese Aufnahme ist ja schon auch. Ich habe ja jetzt schon eine, ich weiß gar nicht, welches Leben war das, das dritte, das fünfte, eine davon war ja auch so eine Stunde lang. Und wo ich mir auch gedacht habe, das will ja kein Ende nehmen. Wo kommt denn endlich mal, oder wann kommt denn endlich dieser letzte Boss? Dieses Spiel und da sieht man auch den Effekt. Wir haben hier ein Upgrade gekriegt, ein Item, das macht, wenn wir wenig Leben haben, stoppt die Zeit. Da bewegen sich nämlich die Gegner nicht mehr. Also alle bis auf den Magmawurm. Das ist auch eine ganz nette Fähigkeit, wobei die jetzt. Autsch. Wobei die auch nur bedingt hilfreich ist. Bäh. Das ist ein bisschen. Nein, ein bisschen zu knapp. Oh Gott, ja, genau. Hier hatte ich nämlich echt Panik an dieser Stelle, dass ich bei meiner ersten Session nach einer langen Pause schon verrecken würde. Nee, aber wir haben es noch ganz knapp überlebt. Irgendwie. Das war jetzt schon. So viel Spannung braucht mein armes Herz dann eigentlich auch wieder nicht. Wir haben ja kurz geschrieben, ich habe dich schon benachrichtigt und bin froh, dass ich halt jetzt deinen Wunsch vollenden kann. Dieses Spiel macht halt Spaß. Es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist noch viel, viel anstrengender als zum Beispiel, das hatte ich ja auch dir geschrieben, als andere actionreiche Spiele. Also wenn man jetzt mal so überlegt, ich habe ja schon mit Bastion, mit Transistor, mit Dust an Illusion Tale und ich glaube, mindestens ein weiteres Spiel gibt es auch, was ein bisschen actiongeladener war. Aber mir will es jetzt gerade nicht einfallen. Habe ich ja schon Spiele gespielt, wo ich kämpfen musste, wo ich
aufs Geschehen achten musste, mich konzentrieren musste und trotzdem reden musste, wo ich dann ja auch immer gesagt habe, ja, es tut mir leid, dass ich so viel Geräusche mache, aber irgendwie, wenn ich dann immer die Aufnahme angeguckt habe, war es gar nicht so schlimm. Also da waren diese Laute, die ich, das, oder wo ich das Gefühl hatte, ich würde so viel Laute nur von mir geben. Ich würde jetzt gerne noch irgendwie die 1000 Geld da reinstecken. Oh, da ist der Gegner, aber erstmal nehmen wir die Kiste. Aber im Grunde war es eigentlich gar nicht mal immer so schlimm, also so krasse Geräusche. Aber bei Risk of Rain ist es noch viel, viel krasser. Also gerade weil es ja immer schwerer wird, je länger es läuft. Je länger der Run ist, umso schwieriger wird es ja. Die Difficulty geht ja immer höher. Und dann irgendwann sich noch so ein bisschen drauf zu konzentrieren, etwas Sinnvolles von sich zu geben oder auch zu einem Thema was zu reden, ist für mich noch als, ja, ungeübt kann man nicht sagen. Also ich mache es ja jetzt schon, ja, ein bisschen mehr Übung oder ein bisschen leichter läuft es ja schon ab. Ich hoffe, das merkt man irgendwo. Aber was zum Beispiel ja auch jetzt letztens bei Dust angesprochen wurde von Seyon, ich habe immer Angst, ich spreche den Namen falsch aus, ich spreche ihn wahrscheinlich wieder falsch aus. Es tut mir leid. Ihr müsst mal irgendwie über Teamspeak oder so reden, dass du mir mal richtig, dass ich den Klang im Ohr habe von dem Namen. Hat es ja auch angesprochen bei Long Night. Wenn man zusammenspielt, ist es nochmal irgendwie leichter, weil mein Problem ist, glaube ich, gar nicht so diese Übung, diese Routine oder so, sondern dieses nicht nervös sein. Irgendwie bin ich trotz allem noch immer seit einem Jahr oder nach einem Jahr spielen. Ach, scheiß auf die Kohle. Entschuldigung für die Ausdrucksweise, aber jetzt nehmen wir es halt als XP mit, weil die Zeit, die läuft. Und die Gegner werden auch schwieriger. Da fällt es einfach immer leichter. Oh, ganz ehrlich, diese Frozen Tundra ist immer insofern doof, weil man weiß nicht, soll man lieber unten lang oder soll man lieber oben lang? Wo ist das Portal eher? Den sollten wir uns merken. Wo das Portal ist. Und man verliert unnötig Zeit, wenn man halt falsch läuft und erstmal schön am Portal vorbeiläuft, sozusagen. Jo, jetzt, selbst wenn ich nicht spiele, kriege ich es nicht vernünftig hin, irgendwas zu besprechen und irgendwelche Themen anzusprechen. Ist ja furchtbar. Nee, und dann läuft es immer noch ein bisschen leichter, wenn man jemanden hat, der hin und wieder auch redet, dass man hin und wieder ein paar Momente sich auch wieder komplett nur aufs Spiel konzentrieren kann. Das war jetzt relativ schnell zu finden, wo ich gerade noch drüber gemeckert habe. Und da wäre echt eine Überlegung, auch Risk of Rain geht ja auch theoretisch im Koop-Modus. Risk of Rain wäre zum Beispiel auch so ein Spiel, wo ich überlegen könnte, das vielleicht im Koop mit Rübka zu spielen oder vielleicht auch mit jemand anderem. Also, ne, ich hatte, glaube ich, auch schon im ersten, zweiten oder dritten Leben das sogar mal angesprochen, Risk of Rain im Koop vielleicht sogar mit dir, Levan, zu spielen, wenn du Bock drauf hast.